Die Rough Stuff Teufelskerl habe ich jetzt nun 3 Jahre lang im Einsatz und wenn dich meine Erfahrungen interessieren, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Super, dass du dabei bist. Rough Stuff Teufelskerl, ja, die habe ich seit Herbst 2015. Jetzt haben wir Herbst 2018 und wenn ich mir nicht verrechnet habe, sind das 3 Jahre, dass ich dieses Teil hier im Einsatz habe. Und ich habe am Anfang, als ich sie mir gekauft habe, geglaubt, das ist eine Winterjacke. Aber das ist keine Winterjacke, sondern das ist eine Übergangsjacke. Und der große Vorteil von Loden, das kennen wir schon und das haben andere in Videos auch schon gesagt, daher nur ganz kurz, liegt meiner und meiner Erfahrung nach darin, dass sobald du in Bewegung bist und ins Schwitzen kommst, ja, und wenn du, ich bin da im hügeligen, im Mittelgebirge, ja, ich sage jetzt nicht mehr hügelig, sondern im gebirgigen Bereich unterwegs. Ich lasse dir ja gleich mal einen kleinen Blick hier. Ja, also, da geht schon ganz schön rauf hier, ja, da geht es zur Sache. Und da fange ich natürlich untrainiert, wie ich bin, ins Schwitzen an. Aber auch wenn du trainiert bist, kommt drauf an, irgendwann fangst du ins Schwitzen an. Und wenn du in Bewegung bist und jetzt zum Beispiel irgendeine Plastikhaut anhast, damit meine ich irgendein, ich weiß nicht, ein Softshell oder was auch immer. Auch wenn sie atmungsaktiv sind und Gore-Tex atmungsaktiv, das ist einfach nicht so atmungsaktiv wie das Loden hier. Das muss ich ganz einfach einmal für mich persönlich so festhalten. Es ist aber auch so, das muss ich auch sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel, wir haben ein Herbsttraining, wir haben ein Orientierungstraining gehabt, das war ein privater Termin für eine Gruppe und es war Sauwetter. Ja, nicht ganz, aber halbes Sauwetter. Beim Gehen sind wir marschiert und herum und gepeilt und mit Kompass und Karte und GPS und was weiß ich was alles. In der Bewegung war es die Jacke. Ich hatte drunter auch noch Merino-Wolle. Mir fällt es jetzt gerade nicht ein. Eine andere Hersteller, nicht Teufelskerl. Ich gebe da unten den Link, da schaue ich noch nach. Ja, gebe da unten den Link, hatte ich an, das war super in der Bewegung. Aber in den Pausen war mir ganz einfach kalt. Besonders wenn der Wind reingezogen hat, das Ding ist einfach nicht dick genug. Ja, das ist kein Wetterfleck, so wie man das aus der Jagd kennen oder aus alten Zeiten. Das ist ganz einfach nicht der Fall. Für die Bewegung toll, aber nichts für Sitz. Und da habe ich mir jetzt immer angewohnt, das ist zumindest mein Ansatz, ich habe dann immer was Winddichtes, ja, und absolut Plastiksackel, sozusagen kein Plastiksackel in Wahrheit, sondern irgendeine Jacke, North Face oder sowas, wo halt einfach nichts durchgeht. Ja, das heißt, ich nutze aus beiden Welten die Vorteile, weil es gibt nichts, was keinen Nachteil hat. Aber so kann ich das kombinieren. Egal. Wie auch immer, ich wollte eigentlich über die Erfahrung sprechen, die ich damit gemacht habe. Die Erfahrungen sind durchwegs positiv. Ich war ja auch Händler oder ich könnte auch noch immer Händler sein, weil ich habe das aufgegeben mit den Jacken. Nicht, weil die Jacken nicht gut wären oder Rough Stuff nicht cool wäre, die sind super. Nur es ist mir einfach am Weg ergangen. Weißt du, ich kenne das ja von mir selber auch. Da sagt jemand, ja, ich brauche bitte eine XL. Ja, super, ich habe eine XL. Ja, ich habe sie in grün, da, bitte. Nein, ich will sie in braun. Nein, braun habe ich sie nicht. Ja, ich will sie aber in grün. Gut, dann bestelle ich sie in braun, schick sie da raus und dann, weißt du, das Braun ist doch irgendwie nicht so cool. Ich hätte es doch lieber in grün. Na gut, schickt man die in grün. Oh, ich komme drauf, dass sie in L... Also Kleidung verkaufen oder Kleidung anbieten, das ist einfach nicht so toll. Und das war mir einfach zu viel Aufwand, ich gebe es zu. Uns zu viel Aufwand, der Manuela und mir. Und deswegen haben wir ganz einfach gesagt, Rough Stuff, Teufelskerl, kommt nicht mehr ins Programm, aber nicht, weil sie schlecht wären, ganz im Gegenteil. Ich gebe dir unten den Link, kauf es woanders ein und wenn du es willst, ich kann es dir auf jeden Fall 100%ig empfehlen. Ich mag dir aber ein bisschen von meinen Erfahrungen als Händler erzählen. Ich hatte jemanden, den ist hier, dieser Bereich da, ganz einfach dieser Klett mit der Zeit, ja, wie soll ich sagen, abgefallen. Wir haben das bei Rough Stuff reklamiert, kein Problem, wurde ausgetauscht. Überhaupt kein Problem. Ja, wirklich. Ich finde das voll super. Was mit der Zeit passiert, das muss klar sein. So, das ist zum Beispiel da. Ah, Kamera, komm, schalt scharf, damit die lieben Leute sehen. Na, das ist ja meine neue Kamera, die ich jetzt habe. Und da muss ich erst warm werden, da muss ich erst rausfinden, wie die da. Ja, genau. So, jetzt sieht man es schön. Schau da. Das wetzt ab aus dem Grund, weil man geht genau hier in diesem Bereich und das wetzt dann mit der Zeit ab. Aber gut, das ist ein Naturmaterial. Das haben wir hier unten auch noch. Ja, ist einfach so. Sonst ist alles noch dran, alles noch top, obwohl ich sie sehr häufig im Einsatz hatte und auch noch immer habe. Das Einzige, was jetzt schon ein bisschen Probleme macht, aber nur ein bisschen, das ist der Zip. Und zwar, ich ziehe sie jetzt extra aus, damit du das gut sehen kannst. Ich hoffe, die Kamera spielt mit. Einsetzen.
Ja, das funktioniert noch gut, aber dann ist es manchmal ein bisschen zäh. Und jetzt ist wieder der Punkt, wo ich wieder mit einem Silikonspray reingehen muss. Also das ist YKK ist eher ein vernünftiger Zip-Hersteller, also nicht irgendein Klumpert, das können sie sich auch nicht leisten, das ist ganz klar. Aber da muss ich wieder mal mit dem Silikonspray drüber. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Auch hier habe ich natürlich, weil ich das bei meinem Bart und bei meinem Kinn oder meinem Doppelkinn sozusagen herumreibt, ja, das wetzt sich mit der Zeit ab. Aber das ist ganz einfach so, die Jacke ist trotz alledem noch immer top. Sie ist an den Stellen, also sie löst sich nicht auf, also wirklich ein hochwertiges Produkt, an dem man ganz einfach längerfristig Freude hat. Der Preis ist natürlich, schaust dir unten an, ich schaue dir den Link unten an, natürlich ist der Preis auch dementsprechend. Lange Rede, kurzer Sinn. Eine tolle Jacke, wirklich eine tolle Jacke. Ich habe auch den Haudegen, genauso toll. Anderes Einsatzgebiet und so ein Anorak muss einen taugen, aber die Teufelskerl, da habe ich sie jetzt. Jetzt hat es so kackelt, muss ich wieder mit Silikonspray einsprühen, wie auch immer. Kann sie dir empfehlen. Mein Einsatzgebiet ist in der Bewegung, in der Übergangszeit. Und ja, wenn du dann herumsitzt, ja, mach es vielleicht einmal so wie ich, probiere es aus. Dann nimmst du einen Regenponcho, da hinten liegt ein Regenponcho, der ist ein bisschen kaputt worden, deswegen deute ich dahin. Oder in meinem Auto da hinten, ja, da liegt von North Face eine Jacke, die ist da oben drüber hängst. Also einen Plastiksack, der einfach nichts durchlässt. Ja, das ist meine Empfehlung. Ich mag dir mal einen Kommentar bitten, wie du das siehst. Hast du die auch im Einsatz? Erzähl uns ganz einfach deine Erfahrungen, auch Umgang mit, wenn du Reklamationen hattest, was ja immer wieder mal vorkommen kann, wie Rough Stuff mit dir umgegangen ist, ob das gut funktioniert hat oder nicht. Das wäre sehr, sehr wertvoll. Geh aber davon aus. Unten der Link zum Produkt. Auch zu dem, ich werde das raussuchen. Ah, mir fällt das nicht ein, welchen Pullover ich da anhatte. Nein, ich werde auch schon alt. Abo, wenn es das erste Mal hier bist. Aber andere Videos zum Anschauen. Unten der Link zum Produkt. Dein Reini Rossmann, hat mir taugt, dass du wieder dabei bist. Bis bald, ciao.